Der Drew-Thompson-Effekt. Im Laufe dieses Videos werde ich euch anhand einer Beispielaufgabe zeigen, wie man ihn berechnet. Zuvor aber erst einmal ein paar Basisinformationen. Der Drew-Thompson-Effekt wurde 1852 von James Prescott Joule und Sir William Thompson, später bekannt als Lord Kelvin, entdeckt und beschreibt die Temperaturänderung von Gasen oder Gasgemischen nach der Drosselung. Kommen wir nun dazu, wo der Drew-Thompson-Effekt Verwendung findet. Und zwar beim Lindeverfahren. Das Lindeverfahren funktioniert wie folgt. Luft wird verdichtet und in einem Kühler vorgekühlt. Die verdichtete und gekühlte Luft wird weitergeleitet und durch ein Drosselventil gedrückt. Die dort erfahrene Temperaturdifferenz bei einem Anfangsdruck von ca. 200 bar entspricht ungefähr 45 Grad Celsius. Da diese Temperaturdifferenz aber noch nicht ausreicht, um die Luft zu verflüssigen, wird sie in einem Gegenstromkühler genutzt, um die weitere verdichtete Luft vorzukühlen. Wenn dieser Vorgang beliebig oft wiederholt wird, verflüssigt man Luft. Um die verflüssigte Luft zu reinigen und in ihre Bestandteile zu trennen, wird sie fraktioniert destilliert. Kommen wir nun zur Eigenheit. Wichtig, der Joule-Thompson-Koeffizient-Effekt tritt nur bei realen Gasen auf. Bei idealen Gasen, wie das Modell besagt, haben die Teilchen keine Anziehungskräfte untereinander. Kommen wir nun zur eigentlichen Aufgabe. Sauerstoffgas, Anfangstemperatur 250 Kelvin, wird mit einem Druck von 30 bar durch eine Düse gepresst und dadurch auf einen Druck von 1 bar entspannt. Adiabatische Drosselentspannung. Wie verändert sich dabei die Temperatur des Gases? Welche Temperaturänderung gibt sich bei einer Anfangstemperatur von 1044 Kelvin? Gegeben waren noch folgende Werte. Die Molwärme, CPM gleich 39,36 Joule pro Mol pro Kelvin und die van der Waals'schen Daten A und B. Rechnen wir nun den Joule-Thompson-Koeffizienten aus. Dazu nehmen wir die vereinfachte Form der van der Waals'schen Gleichung. Joule-Thompson-Koeffizient ist gleich 2a geteilt durch r mal t minus b geteilt durch CPM. Setzen wir nun die Konstanten und die Anfangstemperatur von 250 Kelvin ein, erhalten wir einen Wert von 3,4394 mal 10 hoch minus 6 Kelvin pro Pascal. Das gleiche machen wir mit der Anfangstemperatur von 1044 Kelvin und erhalten ein Ergebnis von minus 1,3270 mal 10 hoch minus 10 Kelvin pro Pascal. Zu dem Minus beim zweiten Joule-Thompson-Koeffizient kommen wir noch zum Ende der Präsentation. Nun können wir die Temperaturänderung ausrechnen mit folgender Formel. Delta T ist gleich Joule-Thompson-Koeffizient mal der Druckänderung. Hierbei müssen wir aber noch beachten, dass in der Aufgabenstellung der Druck in bar angegeben ist, wir ihn hier aber in Pascal benötigen. Dazu eine kleine Nebenrechnung. 1 bar entspricht 100.000 Pascal, oder anders gesagt 1 mal 10 hoch 5 Pascal. Nun setzen wir die Werte ein und erhalten für eine Anfangstemperatur von 250 Kelvin eine Temperaturänderung von 9,97 Kelvin. Das gleiche machen wir mit einer Anfangstemperatur von 1044 Kelvin und erhalten eine Temperaturdifferenz von minus 3,835 mal 10 hoch minus 4 Kelvin. Nun müssen wir zum Schluss noch die Temperaturdifferenz von unserer Anfangstemperatur abziehen. Bei einer Anfangstemperatur von 250 Kelvin erhalten wir eine Endtemperatur von 240,03 Kelvin. Bei der Anfangstemperatur von 1044 Kelvin erhalten wir eine ungefähre Endtemperatur, die der Anfangstemperatur entspricht. Nun zu dem Minuszeichen und zu der geringen Temperaturänderung bei einer Anfangstemperatur von 1044 Kelvin. Kommen wir zur Inversionstemperatur. Die Inversionstemperatur lässt sich wie folgt berechnen. Ti ist gleich 2a geteilt durch r mal b. Beim Sauerstoff kommen wir zu einer Inversionstemperatur von 1043,87 Kelvin. Bei genau dieser Temperatur erfährt das Gas bei der Entspannung keine Temperaturänderung. Liegt der Wert über der Inversionstemperatur bzw. die Anfangstemperatur über der Inversionstemperatur, erwärmt sich das Gas. Darunter kühlt es sich ab. Je größer der Unterschied zwischen zur Inversionstemperatur ist, je größer fällt der Joule-Thompson-Koeffizienten aus.